Hallo und herzlich willkommen zurück zu V-Rising. Schön, dass ihr wieder da seid. So, wir gucken mal kurz. Ich bin hier auf der Map. Ich war noch kurz daheim, deswegen fangen wir hier an. Das letzte Mal sind wir hier rausgekommen. Und ich würde jetzt mal hier runtergehen. Mich interessiert hier vor allem das da. Was ist das? Festung des Lichts? Nee. Finde ich eigentlich nicht gut. Aber egal, wir schauen sie uns trotzdem an. Ja. Oh, ein 85er, den nehmen wir mit, oder? Nice. Oh. Oh, und tschüss. Das Schild. Das hat seinen Weg gefunden. Schön. So, Herzchen. Mal hier Licht ausmachen. Ein Pferdchen gibt es hier auf jeden Fall. Schön. Ah, ich mag dieses Erkunden der Map mit euch. Das macht mir im Moment sehr viel Spaß. Dass man einfach auch mal weiß, okay, wo kriegt der Nikro eigentlich immer seinen ganzen Krempel her? Ja, indem er hier unterwegs ist, ne? Festung des Lichts. Das klingt irgendwie... oder? Aus Vampiräugleins Sicht. Ach, guck mal. Das ist aber auch schön hier. Doch, nice. Schöne Aussicht. Da kommt man nicht rum, schade. Ja, dann schauen wir mal uns die Festung des Lichts an. Ich glaube, dass man da auch nicht reinkommt. Wir haben ja noch eine Stadt, wo wir nicht rein können, so ohne weiteres. Vielleicht ist es bei der Stadt des Lichts auch so, ich weiß es nicht. Oh, uiuiui, habt ihr das gesehen? Der eine Wolf hat auch total den Abflug gemacht hier, oder? Ist ja aber auch schön, ne? Da geht's Flüsslein durch. Oh, was ist das hier? Hochlandlotus. Den haben wir aber auch noch nicht entdeckt, oder? Nee, oh, guck mal, der ist hübsch. Schön. Gefällt mir gut. So, was haben wir da? Das ist kein Hochlandlotus. So, einen Plan haben wir noch entdeckt. Sehr gut. Was ist Außenposten der Armee? Ja, den schauen wir uns mal an, ne? Oh Gott, die sind immer ein bisschen doof. Dass sie sich selbst anzünden. Aber ich finde das gut, dass sie Schaden nehmen. Vorher war das ja scheinbar nicht so, ne? Warum schießt er die ganze Zeit auf das Pferd, sag mal? Hörst du auf das Pferd zu schießen, Mensch? Tierquäler, ehrlich. Ich brauche so einen WWF-Aufnäher für meinen Mantel. Bisschen Krempel haben wir auch schon wieder zusammen. Das geht echt schnell. Deswegen bin ich auch einmal zwischendrin heim, um einfach mal alles abzulegen, was wir schon wieder entdeckt haben. Warum schießen die ganze Zeit auf das Pferd? Das verstehe ich gar nicht. Hör doch mal auf.
Willst du auch aufs Pferd schießen, oder? Cool aussehen. Cool aussehen tun die ja, ne? Witzig, ich habe mir die gar noch nie von so Namen angesehen. Echt amüsant. Oh, guck mal, makelloser Amethyst. Uiuiui, die lag hier in der Kiste. Ist klar. Wie gehen die denn mit ihren Wertsachen um, sag mal? Achso, ich bin auch im Namen des Naturschutzes unterwegs, Mensch. Mikro. Hör auf, an den Rehen und zwar. Das hat er sich so gedacht. Hier einen mit seinem Schwert auf dicke Hose machen. Ist nicht, ne? Ist nicht. Oh, guck mal, ich habe hier aus Versehen ganze Mauer liegt die jetzt, sag mal. Kleriker 26, 32, 29, naja. Ja. Oh, das finde ich immer so ärgerlich, wenn er da an der Mauer hängen bleibt. Echt immer verschenkt, ne? Hat er jetzt keine Salbe genommen? Ich hab doch gesagt, er soll eine Salbe nehmen, Depp. Ja. So. Ah, ein bisschen Heilung tut uns schon gut, ne? Nicht, dass wir hier noch die Biege machen. Wir wollen nur noch in die Stadt des Lichts. Oh, geil, guck mal. Oh, zwei goldene Kisten. Hat sich schon gelohnt. Ah, top. Kann ich mal ein bisschen Scheiß rausschmeißen. Stein, Holz. Jo, den Rest nehmen wir mit. Oh, wir haben schon wieder eine goldene Halskette gefunden. Auch cool. Oh, Fischöl. Auch sehr geil. Oh, schnell die Kiste knacken, bevor es hell wird. Ja, dann gehen wir mal rein, ne? Ah ja. Guten Tag. Aber schön, dass man hier auch in die Soldatenunterkünfte rein kann. Das finde ich richtig gut. Was schmeiße ich denn raus? Schüssen. Das Buch können wir nicht da lassen. Was haben wir denn für ein Buch gefunden? Das hatten wir schon. Cowboy-Trank. Hier. Gnadenlose. Wieso haben die eigentlich immer die gleichen Rezepte, sag mal? Ist aber einfallslos, ne? Was lasse ich denn da, Mensch? Ja, scheiß auf den Killefit, den kriegen wir immer. Nein.
Tja, das war die erste Butze. Gucken wir, wo geht's denn hier weiter? Da drüben ist auf jeden Fall noch eine. Können wir da irgendwie rein, ohne dass wir in die Sonne müssen? Oh, da ist ganz schön was los schon wieder, ne? Wieso sehen wir nicht? Goldschmuck nehme ich, danke. Goldschmuck ist immer gut. So, was haben die Jungs hier noch verloren? Flaschen. Oh, Flaschen nehme ich auch. Ach, das macht Spaß. Einfach mal hier ein bisschen die Leute aufmischen. Wieso nicht, ne? So, was haben wir hier? Ein Fisch? Oh, ich habe doch keinen Platz mehr, Mensch. Gibt's ja eigentlich auch eine. Warum gibt's eigentlich keine größere Tasche? Das finde ich noch gut. Rucksack oder so. Ach, zwei Container gleich. Oh, schön, nehme ich, danke. Was ich auch gut finde, ist, dass die Sachen aus den Regalen dann verschwinden, ne? Das finde ich irgendwie witzige Idee. Mag ich. Nekro, was machst du denn? Du sollst dich heilen. Blick auf die Map. Die Festung des Lichts wurde von den ersten Mitgliedern der Kirche der Leuchtkraft an einem heiligen Ort erbaut und fungiert als Kanal zu den himmlischen Kräften des Lichts. Den Großmeister der Paladine bewacht. Ah, das ist bestimmt der allerletzte Bossmob, ne, oder so. Na, ich weiß nicht, ob wir da rein können. Ich glaub's nicht. Wir werden es gleich mal austesten. Wird's eigentlich auch mal wieder dunkel hier? Bisschen Schatten könnte ich schon vertragen, ne? Sag mal, wie viele sind denn hier? Habe ich nicht bestellt, ne? Hab ich nicht bestellt. Du kannst, kann ich auch. Oh, cool, er hat ein Buch. Blutkeule. Ja.
was auch immer es ist, ich will es haben. Nein. Oh. Was? Bringe dieses Buch zu einem... Was? Oh, nee. Wie gut. Wir haben schon ein Buch gefunden. Für eine Werkbank, die wir noch gar nicht haben. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Lass mich mal kurz gucken. Wo sind wir denn hier? An der Kreuzung. Okay. Ja. Oh, da war ein 100%iger dabei, Mist. Hey, bleib stehen. Bleib doch stehen. Hallo? Hallo? Jetzt wird es mir aber hier zu bunt, ne? Oh, hier sind ja überall welche. Wir müssen mal das Zeitliche segnen. Schade. So, wir sind auch schon wieder am Ort des Geschehens. Ich will nur meinen Rucksack zurück. Sag mal, was läuft denn da ganz vorne? Oh, ätzend hier. Boah, Mann, Mann, Mann. Ich wollte nur meine Leiche holen und dann sowas. Wahnsinn, oder? Ich find's gerade der Wahnsinn hier. Ne? Die Frequenz ist ja deutlich höher, ne? Als in den Abschnitten, wo wir eben waren. Okay. So, jetzt gucken wir noch mal, wo ich meine Rucksäcke. Irgendwo da unten ist mein Rucksack. Den hätte ich schon gern. Ach, jetzt ist hier nichts mehr los, oder was? Schon klar. Ach, Gott sei Dank. Wahrscheinlich, je dichter wir dieser heiligen Stadt da kommen, desto dichter werden hier die Mobs. Na, auch guck mal, da hat sich ja jemand richtig Mühe gegeben, Raketenhecken zu schneiden. Cool. Ach, guck mal, auch mit dem gepflasterten Weg. Echt cool. Die
Die Lache ist einfach die beste. Boah, guck mal. Geil, oder? Ach, guck mal, hier ist wieder so ein... Da dürfen wir ja nicht rein, ne? Also dürfen wir schon, aber es tut uns halt weh. Ja, schade. Ich wäre doch gerne mal darin rumspaziert mit euch. Da müssen wir auch mal gucken. Da gibt es ja irgendeinen Trank, glaube ich, ne? Widerstandstrank. Da müssen wir mal schauen, dass wir den vielleicht noch zusammengebraut bekommen. Weil ich würde auch gerne noch in die andere Stadt gehen. Also die übertreiben es hier aber auch ein bisschen mit den Figuren, oder? Ja, auf jeden Fall würde ich auch gerne noch in die andere Stadt mit euch gehen. Dass wir uns da einfach mal ein bisschen umgucken. Guck mal, überall voll die verschlungenen Pfade und so schön. Weil da bin ich auch neugierig, was es da gibt, ne? Guck mal, da gibt es noch einen Höhleneingang. Hör auf zu knurren. Du machst deinen Kollegen nur auf mich aufmerksam. Wollen wir da mal reingehen? Gucken, wo man rauskommt? So ganz aus Spaß. Jo, komm. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, guck mal. Aha. Von da kommst du nach ganz da runter. Ja, schön. Jetzt müssen wir die ganze Kiste hier wieder hochlaufen. Ach so, nee, man kann auch wieder zurück, ne? Geht ja in beide Richtungen, glaube ich, oder? Ja, geht in beide Richtungen. Sehr gut. Okay, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir machen mal einen Folgenwechsel, oder? Die nächste Folge ist geplant. Also, wir haben jetzt hier ja schon mal ein bisschen was aufgedeckt. Den Rest sparen wir uns mal. Ich würde mit euch vielleicht hier mal versuchen, die Spinne oder diesen anderen Freund da, wie hieß er doch gleich noch, den Razil, der Hirte. Es wird also Zeit wieder für ein Wieblatt. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Genießt die Zeit, bleibt mir gesund. Bis gleich.